Hallo ihr kleinen klobrigen Klumpen und willkommen zu diesem geilen Format namens FragGLP. In der letzten Folge hatte ich einen schlimmen Streit mit Draco Malfoy, der daraufhin seinen Vater holen wollte. Du findest meinen Namen wohl lustig. Ich hab mich sicher verhört. Nach deinem brauche ich ja gar nicht zu fragen. Sag mal, bist du irgendwie behindert? Mein Name wurde in der Folge ungefähr 10-mal erwähnt. Warte nur, bis mein Vater das erfährt. Ich frage mich bis heute, wo der Typ bleibt. Hat Draco überhaupt einen Vater, oder hat... Halt, stopp! Naja, ich sag mal, entweder bist du blind auf beiden Augen oder nur einfach blöd. Alter, geht's dir noch gut? Ich war gerade dabei, meinen Satz zu beenden. Hat dir denn keine Manieren beigebracht? Oder schreist du fremde Leute immer sofort an? Bei uns ist der laute Ton gang und gäbe. Ach du Scheiße, was ein Spaß. Doktor, bist du hier irgendwo? Da wartet jemand auf dich. Oh, hallo, was für eine nette Überraschung. Hallo, und gefällt dir alles oder gibt's irgendwas? Weißt du zufällig, warum die absolute Geilo-Maschine Manuel mich zu dir geschickt hat? Naja, ich sag mal, zieh dich aus. Was ist das denn für eine freche Anmache? Ich glaube... Nein, jetzt red ich, sonst kriegst du gar keinen auf die Schnauze. Was ist bei dem denn falsch gelaufen? Kein Wunder, dass Manuel abgehauen ist. Wie kann man sich denn so schnell aufregen und ausrasten? Oh, da bist du ja wieder. Hast du dich endlich beruhigt? Beruhigt habe ich mich jetzt nicht, aber jetzt wird weiter diskutiert. Okay, also als erstes würde ich dir empfehlen, dich zu setzen und zu beruhigen. Da stehe ich überhaupt nicht drauf. Von der hochnäsigen Zicke lasse ich mir überhaupt nicht reinreden. Die kann von morgens bis abends irgendwas predigen. Ich habe meinen Standard, beziehungsweise unsere Familie hat einen Standard, danach leben wir. Entweder es wird so gemacht oder wir kriegen ein riesengroßes Problem. Und dann gibt's Krieg. Das sag ich dir gleich. Sag mal, was ist denn mit dir und der Ärztin los? Stimmt hier irgendetwas nicht? Mein erster Eindruck, als ich sie das erste Mal gesehen habe, hochnäsige Zicker. So langsam reicht's mir wirklich mit dir. Wenn du nicht sofort damit aufhörst, dann kriegst Nein, du... Nein, jetzt hast du eine Schnauze! Das ist jetzt zwar alles etwas eskaliert, aber immerhin können wir nun mit dem eigentlichen Video beginnen. In der letzten Folge bin ich auf das neue Feature der Mitgliedschaft auf YouTube eingegangen und möchte mich hier noch einmal für alle bisherigen Mitglieder bedanken. Der erste Monat ist um uns, das bedeutet, dass die ersten Mitglieder jetzt oder in den nächsten Tagen eine kleine Veränderung in den Kommentaren feststellen können. Das Symbol sieht bei mir nun zum Beispiel so aus. Wo wir schon bei neuen Features sind, YouTube hat vor kurzem noch eine Sache rausgeballert. Ich habe vor einigen Tagen bei diesem Video das neue Feature namens Premiere getestet. Ich werde die Premiere vermutlich immer bei einem neuen Projekt oder anderen besonderen Videos verwenden. Zuallererst muss ich dafür ein Video hochladen und zum Beispiel auf 16.30 Uhr planen. Ihr erhaltet dann einige Zeit vorher eine Benachrichtigung auf YouTube, sofern ihr mich abonniert habt. Wenn ihr darauf klickt, landet ihr auf dem geplanten Video mit einem Timer, der euch anzeigt, wann es endlich losgeht. Um 16.30 Uhr fängt dann noch ein kleiner 2-Minuten-Timer an und das Video startet für alle gleichzeitig, wie eine Art Livestream. Der Unterschied dabei ist der, dass ich währenddessen mit euch das Video schauen und live im Chat diskutieren kann. Sobald das Video zu Ende gelaufen ist, kann man dieses ganz normal wie jedes andere Video auch nachholen und so oft schauen, wie man möchte. Genug erklärt. Fangen wir mit der ersten Frage an. Hast du dir das Palutenbuch gekauft? Ja, klar hab ich das, Alter. Aber warte, wo bin ich denn hier? Paluten. Paluten ist ein liebenswerter und chaotischer Kürbiskopf. Ja, Professor Ente, der Professor ist ein genialer Wissenschaftler und hat immer die richtige Ausrüstung parat am Start. Edgar? Ach, Edgar. Edgar ist Palutens allerbestester Freund. Was? Würdest du ein Online-Spiel erfinden dürfen, in welche Richtung würde das gehen? Wenn ich unbegrenzte Mittel hätte und ich einfach sagen könnte, was ich gerne spielen wollen würde, dann wäre es auf jeden Fall ein MMORPG mit einigen Features von Ragnarok Online. In Ragnarok Online gab es bei fast jedem Monster diese geringe Chance, dass sie eine Karte von sich selber fallen lassen konnten. Als Beispiel nehmen wir einfach mal die Monster namens Puppa. Das Vieh steht einfach nur in der Ecke rum und wehrt sich nicht. Wenn man lange genug wartet, wird daraus allerdings ein relativ starker Schmetterling. Wie ihr auf dem Bild sehen könnt, hat das Teil eine 0,01%ige Chance, seine Karte zu droppen. Dazu kommt, dass diese spezielle Karte einen ziemlich krassen Effekt hat. Und zwar erhöht die Karte,
Wenn man sie in seine Ausrüstung steckt, die Gesundheits- um 700 Lebenspunkte. Mein Level 5 Charakter, der hier die Pupas klatscht, hat als Vergleich gerade einmal 50 Lebenspunkte. Keine Ahnung, warum ich das System so faszinierend finde. Aber normale epische Gegenstände in anderen Spielen haben im Vergleich dazu irgendwie kaum einen Wert. Jetzt könnt ihr noch meinen krassen Kampf gegen den Schmetterling beobachten. Autsch. Kommt vielleicht noch ein Sims 4 Projekt mit der Palette? Ach Leute, ich verstehe doch, wenn ihr an Projekten hängen bleibt und am liebsten 40 Millionen Folgen davon sehen wollt. Aber irgendwann ist sowas halt vorbei. In diesem speziellen Fall kann sicher in Zukunft noch einmal ein Projekt stattfinden, aber ein Jahr reicht nicht, um das Ganze frisch anzugehen. Paluten und ich hatten vor unserem Let's Play etwa 4 bis 5 Jahre Pause von Sims, weswegen uns jede Kleinigkeit überrascht hat. Suchst du für das nächste Hashtag FragGLP-Video nur neu eingereichte Fragen raus oder durchstöberst du auch ältere? Ich saß jetzt über eine Stunde an den letzten 20 Sekunden, weil ich einfach keine Fragen finde, die ich hier beantworten möchte. Entweder es sind Fragen, die zu privat sind, oder Sachen, die ich jetzt noch nicht beantworten kann oder will. Zum Beispiel Faro, oder sowas wie, ob ich schon Person XY in echt getroffen hätte oder irgendwo erkannt wurde. So Fragen werden es nie in die Folge schaffen. Also hört bitte auf, diese zu stellen. Wenn ich etwas Neues bezüglich Faro sagen möchte, dann tue ich das einfach so. Und dabei sage ich auch gerne mal hoho, utz utz utz. Warum spielst du kein Minecraft PvP mehr? Macht es dir keinen Spaß? Oder ist dir das ganze Geschwätze zu viel geworden? Das Thema Minecraft PvP hat sich durch das Reduzieren meines Video-Outputs zum Teil erledigt, weil ich dadurch weniger Minecraft spiele als zuvor. Lust auf Skywars hätte ich schon. Bitwars ist da allerdings eine ganz andere Geschichte. Jedes Mal, wenn ich dort vorbeigeschaut habe, habe ich einen Anfall bekommen. Die Leute beschweren sich ernsthaft darüber, dass man mit Gold spielt. Ich meine, wie retardet ist das bitte? Ich find's auch etwas schade, dass seit Jahren kein richtig cooler neuer Modus mehr rausgekommen ist. Naja, früher oder später gibt's sicher wieder eine Folge. Würdest du eher deine Abonnenten oder Videos retten, wenn YouTube eines der beiden löschen würde? Was viele vielleicht vergessen haben, ist die Tatsache, dass ich schon einmal einen Teil meiner Videos durch meine Kanalsperrung 2010 verloren habe. Also weiß ich, wie das wäre. Ich würde die Abonnenten retten, weil ich diese über 8 Jahre lang aufgebaut habe. Die Videos sind mir nicht egal, aber ich kann genauso gut einfach neu produzieren, die meinem heutigen Standard entsprechen. Ich bin genauso wie viele andere YouTuber nicht mehr von meinen alten Videos angetan. Und sei es nur, weil ich dort noch Dat und Wat anstatt das und was gesagt habe. Ich kann das echt nicht mehr hören. Was war dein erstes Let's Player Equipment? Habe überlegt, auch mit Let's Plays anzufangen, aber ich habe keine Ahnung, was die Grundausstattung ist. Ganz am Anfang hatte ich mir die Logitech Premium Stereo Kopfhörer für ungefähr 20 Euro gekauft, die gefühlt alle 3 Wochen kaputt gegangen sind. Ziemlich schlechte Qualität und billig verarbeitet. Damals war ich immer auf der Suche nach einer besseren Qualität und habe sehr viele verschiedene Headsets ausprobiert, die teils 200 Euro gekostet haben. Ich war mit nichts zufrieden, bis ich dann eines Tages auf mein erstes Großmembraner-Mikrofon gestoßen bin, das im XL 2006, welches übrigens heute noch der Klaus für seine Aufnahme verwendet. Dieses Mikrofon habe ich einige Jahre genutzt, bis ich mich im November 2014 für ein neues Mikrofon entschieden hatte, und zwar das Brauner Phantom Classic. 2017 hatte ich zum Testen ein 8000 Euro Mikrofon hier und muss sagen, dass mir die Qualität von dem Brauner Phantom Classic viel mehr zusagt. Das hat mir letztendlich gezeigt, dass ich an meiner Audioqualität nicht mehr schrauben brauche und alles so ist, wie ich es immer wollte. Viele meiner Aufnahmepartner haben jahrelang unter einem Fehler von meinem Mischpult gelitten. Ich habe sporadisch angefangen, bei anderen im Teamspeak zu knacken. Das habt ihr eventuell bei anderen in den Aufnahmen hören können. Bei mir trat dieses Knacken allerdings nie auf. Das Problem ist seit einigen Monaten endgültig gelöst und ich kann ganz normal aufnehmen, ohne ständig meine USB-Geräte ab- und anzustecken, währenddessen ich mit jemandem aufnehme. Welches Essen verabscheust du? Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, so etwas wie Muscheln oder Insekten zu essen. Ich frage mich aber, ob ich irgendwann Oliven mögen würde, wenn ich die regelmäßig runterwürgen würde. Kennt ihr irgendein Nahrungsmittel, welches ihr am Anfang eklig und später dann lecker fandet? Bei mir war es so mit einigen Sushi-Sorten.
Wartet mal kurz. Oh, Manuel sucht immer noch am Palutenbuch nach seinem großen Auftritt. Carla ist eine smarte Maid und waschechte Abenteurerin. Und Manuel? Kapitän Schmierhose? Der Kapitän ist ein echter Seebär im Dienste des Freedom Squad? Was? Dieter? Dieter ist das militärische Superhuhn des Freedom Squad. Hallo?